Mein Name ist Melanie Trede. Ich unterrichte Kunstgeschichte Japans an der Universität Heidelberg. Heute habe ich das Glück, bei einem Privatsammler zu Gast zu sein. Ja, also die Rolle, die ist für mich extrem wichtig, insofern als sie für mich ein neues Forschungsfeld eröffnet hat. Es war eine Entdeckung, die ich Herrn Pfitzer verdanke, der diese Rolle einmal mitgebracht hat nach Heidelberg zum Angucken. Und er hat erzählt, dass die auf das 17. Jahrhundert datiert war, als er sie gekauft hat in einer Auktion. Und dann durfte ich mir die angucken und dann stellte sich ziemlich bald raus, dass das nicht möglich ist, dass die viel älter ist. Und dann stellte sich natürlich auch ziemlich gleich raus, weil Textstellen fehlen, dass es ein Fragment ist aus drei verschiedenen Szenen. Diese japanische Rolle des 14. Jahrhunderts wurde wohl auseinandergenommen, um mehr Profit zu erzielen. Gerade das europäische und amerikanische Publikum war weniger an Kalligrafie als an Malerei interessiert. Und so schnitt man die Textpassagen einfach raus. Da sind eben welche im Tokio Nationalmuseum erhalten, zwei weitere Szenen. Und eine weitere Szene habe ich dann noch in einem Auktionskatalog gefunden von 1940. Und da laufen so ein bisschen die Fäden zusammen. Und was aber später ist, auf jeden Fall sind diese kleinen Goldflecken. Ne? Ja. Die waren bestimmt nicht vorher da. Und was die hier dargestellte Legende spielte spätestens seit dem frühen 14. Jahrhundert eine besondere Rolle in Japans Selbstverständnis gegenüber den koreanischen und chinesischen Nachbarn. Ein für Japans Nationenbildung wichtiges Thema ist die ikonografische Übernahme der Legende in das Design des modernen Papiergelds. Hier im Archiv der Deutschen Bundesbank in Frankfurt kann ich nachvollziehen, wie künstlerische Technologien diesmal von Europa nach Japan wanderten. Mir ist bei meinen Forschungen ganz wichtig, nicht nur die als Kunst verstandenen Bildformate wie diese Querrollen, sondern auch Alltagsgegenstände wie Geldscheine aus kunsthistorischer Sicht zu untersuchen. Also hier sehen wir Geldscheine von etwa 1860, noch bevor die Meiji-Restauration angefangen hat. Und die sind ganz einfach vertikal, was wichtig ist, weil die Schrift eben auch vertikal ist. Und da steht einfach nur der Wert des Geldes drauf, hier auch. Und dann, wer sie ausgegeben hat, wie lange sie gültig sind. In dem Fall sind es 13 Jahre. Also ganz einfache Informationen, ein bisschen gerahmt hier von Drachen. Und dann entwickelt sich das nach der Meiji-Restauration 1868 eben dazu, dass man eine Währungsreform macht. Jetzt heißen die nicht mehr einfach nur Gold oder Silber, sondern sie heißen Yen. Ja? Und die werden dann auch nach westlichen Standards zunächst in New York gedruckt, weil man dort fälschungssicher stechen konnte. Das war in Japan damals noch nicht möglich. Und deswegen ist ganz offensichtlich auch das Vorbild die amerikanischen Greenbacks. Gleiches Format, gleiche Farbe und auch die Ikonografie, die bei den Greenbacks durchaus auch öfter mal so Kampf- und Eroberungsszenen zeigt, wird eben auch übernommen. Am Exzellenzcluster Asien und Europa erforsche ich, wie Objekte, Bilder, Ideen oder Praktiken von Japan in Europa und umgekehrt adaptiert und verändert werden. Eine Frage dabei ist, über welche Maler, Sammler oder Kunsthistoriker ist dies geschehen? Um die teure Produktion im Ausland und das Hin- und Herschiffen auch mit dem Material und den Vorlagen eben in Japan selber zu machen, hat man sich einen speziellen italienischen Kupferstecher nach Japan geholt, Edoardo Chiossone, schon 1875. Und der hat dort in der Druckerei das Kupferstechen praktiziert und auch unterrichtet. Ja, also die dargestellte Kaiserin Jingu, die man daran erkennt, dass das am Medaillon jeweils ihren Name eingeschrieben ist, ist die Mutter von dem Kaiser, der in der ersten Szene von Herrn Pfitzer stirbt und dann dessen Tumulus gebaut wird. Das ist eine zweite wichtige Szene aus dieser Querrolle. Ne? Und sie ist mit diesem Kaiser, der dort sterbend dargestellt wird, schwanger und invadiert Korea.
Und das sozusagen, weil er in ihrem schwangeren Leib ist und sie erfolgreich Korea erobert, ist er sozusagen prädestiniert, zu der Gottheit Hachiman zu werden, die als Schutzgottheit, aber gleichzeitig auch als eine Art Kriegsgottheit verehrt wurde. Obwohl es sich bei dieser Legende um eine national aufgeladene Geschichte handelt, ist die Auseinandersetzung mit der europäischen Visualität bei ihrer Inszenierung unübersehbar. Denn die ist so westlich dargestellt, auch vom Ausdruck her, dass man sie für vielleicht eine westliche halten konnte. Und aus Dokumenten wissen wir auch, dass vorgeschrieben wurde vom Ministerium, dass sie Porträts haben wollten. In Textbüchern für die Schule, wo sie als historische Figur dargestellt wird. Und so wurde sozusagen ein kulturelles Gedächtnis geschaffen, bis in die normale Bürgerschicht hinein, was diese Figur bedeutet im Sinne der japanisch-koreanischen Auseinandersetzungen und dem Imperialismus, der dann natürlich in den 80er Jahren, späten 80er Jahren immer stärker wurde und schließlich im Sino-Japanischen Krieg 1894-95 endet. Ein weiteres Forschungsfeld wurde nun im Rahmen des Projektes Frames and Framings in Transcultural Interactions am Exzellenzcluster Asien und Europa eingerichtet. Wir stellen uns die Frage, wie Objekte oder Malereien, wenn sie in andere Kulturräume gebracht werden, mit materialen oder textlichen Rahmen ausgestattet werden, um sie verständlicher zu machen. Das werden wir 3 Jahre lang anhand europäischer Werke, die nach Ostasien gebracht wurden oder umgekehrt, erforschen.